Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Heute gehen wir ins Brandenburgische. Rund um Berlin gibt es zahllose Bahn- und Technikschätze, die es einfach wert sind, besucht zu werden. Beispielsweise das Schiffshebewerk Niederfino. 1934 gebaut, galt es lange Zeit als technisches Wunderwerk. Auch heute ist es noch in Betrieb. Oder die Heidekrautbahn. Sie beginnt im Norden Berlins und führte damals und heute Touristen und Ausflügler hinaus in die Schorfheide. Und das ist er, der Heidekrautexpress in voller Fahrt. Wir schauen aber erst einmal bei den Vorbereitungen im Lokschuppen Basdorf zu, denn die Eisenbahnfans bekommen davon in aller Regel nichts mit. Für sie beginnt die Fahrt am Bahnsteig. Aber da hat das Personal schon Stunden von Arbeit hinter sich und die geht den Berliner Eisenbahnfreunden nie aus. Wir haben auch alles schön neu gemacht, dann kann sich das ja auch bewegen. Also es ist Frühjahrsputz und muss ja auch mal gemacht werden. Und sieht auch einfach besser aus, wenn es ein bisschen gepflegter aussieht, als wenn das hier alles nur schwarz wäre. Schwarz ist angesagt. Kohlrabenschwarz. Lok, Schaufel, Kohlen, alles in Schwarz. Und nach der Fahrt auch der Heizer. Günther Wolf legt hier eine Schippe nach. Allerdings ist Heizer nicht sein erlernter Beruf. Von Haus aus bin ich Elektroniker und habe jetzt hier irgendwann mal so als Hobby eine Ausbildung gemacht zum Heizer. Und damit habe ich hier angefangen, bin dann ewig hier als Heizer gefahren und dann hier im Verein ausgebildet worden zum Lokführer. Mach mal deinen Ohmmeter scharf. Günther will mal die Lichtmaschine ausprobieren. Oder Voltmeter. Nicht, dass die dann einmal ganz hell leuchtet und danach so. Gar nicht mehr. Jetzt pack mal her. Hallo Günther. So. Wir sind hier 4 Leute in der Lokgruppe, in der Dampfergruppe. Und wir 4 warten auf die Maschine. Also wir fahren sie und wir warten sie. So, dann machen wir kurz an. Wir hatten ja auch die letzte Hauptuntersuchung hier in diesem Schuppen selber gemacht, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage. So eine Hauptuntersuchung muss eben alle 8 Jahre gemacht werden, also eigentlich alle 6 Jahre. Aber man kann das auf 8 Jahre verlängern. Aber dann muss die Maschine komplett zerlegt werden und aufgearbeitet werden. Die nächste allerdings können wir hier nicht mehr machen. Jetzt muss im Kessel sehr viel gemacht werden. Dann müssen Teile auch nachgeschweißt werden und ausgepflegt werden. Und das können wir hier nicht mehr machen. Die Lok ist angeheizt. Das Wasser kocht. Nicht mehr lange. Dann geht's los. Hauptnahrungsmittel der Dampflok sind bekannterweise Wasser und Kohle. Wobei das Kohlefassen bei den Berliner Eisenbahnfreunden noch weitgehend Handarbeit ist. Knochenarbeit. Wenigstens hilft der alte Kran im Bahnhof Basdorf beim Hochheben der Hunte. So heißen diese Behälter. Dies alles geschieht noch im Betriebsgelände der Niederbarnimer Eisenbahn, NEB. Die ist hier der eigentliche Hausherr. Vollgeladen ist der Tender. Schwinge hoch. Das Wasser kocht auch schon. Regler auf. Unsere Reise beginnt am Stadtrand von Berlin und führt in Richtung Norden. Blick auf den Berliner Fernsehturm über die ehemaligen Rieselfelder bei Blankenfelde.
Lok Ampfelwang mit Donnerbüchsen am Blankenfelder Berg. Die Lok war jahrzehntelang bei einer Kohlenfabrik in Oberösterreich im Einsatz. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie eine Berlinerin, die wir jetzt erst einmal verlassen. Um noch einmal nach Basdorf zurückzukehren, zusammen mit dem Talent der NEB, der Niederbarnimer Eisenbahn. Der Triebwagenführer ist eine Frau, Melanie Hohn. Wir befinden uns auf dem Waschgleis. Jeden Tag heißt es für den Triebwagen, einmal duschen. Gelernt habe ich bei der Deutschen Bahn 2,5 Jahre, habe dann auch im Zugbegleitdienst gearbeitet und bin dann danach hierher gewechselt zur Niederbarnimer Eisenbahn. Und dort hat man mir halt angeboten, die Weiterbildung zu machen zur Lokführerin. Ja, man entwickelt sich ja gerne weiter und ist ja auch interessant, gerade für eine Frau. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und seit April 2008 fahre ich jetzt auch als Triebfahrzeugführerin. Seit 2004 sind diese Triebwagen täglich zwischen Karow und Großschönebeck im Einsatz. Auf dem Nebenast nach Wensigendorf und einmal eben im Waschsalon. Der S-Bahnhof Karow im Norden Berlins. End- und Anfangspunkt der Linie NE27 der Niederbarnimer Eisenbahn. Hier kommt der blau-weiße Triebwagen am stadtauswärts führenden S-Bahnsteig an, lässt die Fahrgäste aussteigen und nimmt die neuen Mitfahrer auf. Nach kurzer Aufenthaltszeit geht es wieder zurück nach Großschönebeck. Dieser Vorgang läuft immer zwischen zwei S-Bahnen der Linie 2 nach Bernau. Für viele Schulklassen beginnt hier der Wandertag oder die Fahrt in die Jugendherberge an den Wandlitzsee. Und auch sonst sind jede Menge Ausflügler unterwegs mit der Heidekrautbahn. So heißt diese Linie seit 111 Jahren. Lokführer war ja eigentlich immer eine Domäne der Männer. Unterdessen sind in diesem Berufsfeld eben auch Frauen tätig. Gab es Probleme mit den männlichen Kollegen? Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil, die sind begeistert. Ich bin ja nicht die einzige Frau. Wir haben ja noch 3 weitere Frauen hier bei uns im Betrieb. Und das läuft alles sehr gut. Man ist dort vorne zwar alleine, aber man hat seins für sich, die Geschwindigkeit und die Natur. Und Natur gibt es jede Menge. Kleine Ortschaften, Wälder und Wiesen. Ein landschaftliches Idyll nordwestlich von Berlin. Und hier sind unsere Stationen. Die Museumsbahn der Berliner Eisenbahnfreunde fährt auf der roten Linie. Blau sind die Strecken der Niederbarnimer Eisenbahn mit der Heidekrautbahn zwischen Karow und Großschönebeck und dem Ast nach Wensigendorf. 30 Kilometer östlich liegt das Schiffshebewerk Niederfino, unser anderer Schwerpunkt. Doch zunächst zieht es uns zur Heidekrautbahn und in die Landschaft nördlich von Basdorf mit Seen und ausgedehnten Wäldern. Das ist die Schorfheide, seit 1990 ein Biosphärenreservat. Menschen haben in manchen Bereichen keinen Zutritt, damit sich Tiere und Pflanzen ungestört entwickeln können. Die Immanuelkirche von Großschönebeck, erbaut um 1670. Fast zur gleichen Zeit entstand das Jagdschloss Großschönebeck für den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Aber erst sein Sohn, der Soldatenkönig, sollte es bewohnen. Großschönebeck nennt man auch das Tor zur Schorfheide, der Endpunkt der Heidekrautbahn. Aber wir sind etwas vorausgesprungen. Noch befindet sich der Zug auf der Strecke. Ein Fahrt in den Bahnhof Klosterfelde, 15 Kilometer vor der Endstation. Mit der Fernbedienung, der sogenannten Pistole, schließt der Triebwagenführer die Schranke.
Technik bestimmt auch den Arbeitsalltag der Lokführerinnen und Lokführer. Was aber, wenn einen die Technik im Stich lässt? Also wenn wir eine Störung haben, müssen wir natürlich in erster Linie selber ran. Haben wir ein Störhandbuch. Viele Sachen, Kinderkrankheiten kennt man natürlich aus dem Kopf. Da weiß man ganz genau, was zu tun ist. Und wenn man dann doch mal ein Problem hat und gar nicht weiterkommt, dann ruft man zur Not mal den Kollegen an oder sonst hier die Werkstatt und die ist dann auch bereit und hilft. Auf dem Streckenabschnitt Basdorf-Groß-Schönebeck gibt es keine Signale. Es handelt sich um einen nicht signalisierten Zugleitbetrieb. Das heißt, die Zustimmung zur Abfahrt erfolgt vom Fahrdienstleiter per Zugfunk. Hier geht es über den Oder-Havel-Kanal. Der Kanal zwischen Oranienburg und Niederfinow ist 54 Kilometer lang. Eröffnet wurde diese Wasserstraße von Berlin nach Stettin von Kaiser Wilhelm II., noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Sie hieß ursprünglich Hohenzollernkanal. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus der Oder-Havel-Kanal. Unsere nächste Station ist das Schiffshebewerk Niederfinow. Als das 1934 in Betrieb genommen wurde, galt es als technisches Weltwunder. Fast 80 Jahre später ist der 60 Meter hohe Stahlkoloss immer noch in Betrieb. Unterdessen ein Industriedenkmal. Ein historisches Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst in Deutschland. Dabei werden 14.000 Tonnen Stahl von 5 Millionen Nieten zusammengehalten. Das Schiff befindet sich im Hebewerk. Nun kann das Schauspiel beginnen. Zuerst gehen die Tore hinunter, die den Trog und die Kanalbrücke verschließen. Dann muss der Trogfahrer ein Zeichen geben. Tonsignale zur Sicherheit, ehe die Fahrt 36 Meter nach unten beginnt. Funktioniert ja nach dem Gleichgewichtsprinzip. Das heißt, der Trog wiegt 4.300 Tonnen Wasser gefüllt und ebenso die Gegengewichte, die außen in Schienen geführt hoch und runter gehen. Und dieses Gleichgewichtsprinzip hat man noch auf die Spitze getrieben, indem man gesagt hat, diese sich bewegende oder wandernde Seillast, die erzeugt ein Ungleichgewicht. Wenn der Trog zum Beispiel unten ist, ist ein Meer an Seil auf der Trogseite und dieses Meer an Seil ist in der Summe 90 Tonnen. Aus dem Grund hängen auf der anderen Seite, sprich an den Gegengewichten, hängen dann vier Ketten dran. Da wiegt eine 22,5 Tonnen und somit auch wieder in der Summe 90 Tonnen. So ist der Trog, egal wo er steht, immer komplett ausgeglichen. 85 Meter lang ist der Wassertrog, 12 Meter breit und er hat eine Wassertiefe von 2,50 Meter. Da hat Archimedes schon herausgefunden, ein Schiff verdrängt immer so viel Wasser, wie es selber wiegt. Aus dem Grund bleibt der Trog immer gleich schwer. Entscheidend ist nur dabei der Wasserstand des Troges. Denn 1 Zentimeter Wasserstandsveränderung bedeuten schon 10 Tonnen Lastunterschied. Und somit wird der Trog in einen sehr engen Wasserspiegelbereich gefahren von plus minus 4 bis 5 Zentimeter. Alte Technik, aber zuverlässig. In den knapp 80 Jahren seines Bestehens stand das Werk nur an 47 Tagen wegen technischer Defekte still. Also durchschnittlich einen halben Tag pro Betriebsjahr. Ein Vergnügen für die einen, verantwortungsvolle Arbeit für die anderen, denn es sind zahllose Schiffe, die hoch oder runter wollen. Dieser Schubverband mit zwei Leichtern ist zu lang. Er fällt komplett hinein. Der erste Leichter wird festgemacht.
Anschließend fährt das Schubschiff mit dem zweiten Leichter wieder aus dem Druck heraus und wartet auf die nächste Fahrt. Leichter nennt man Schiffe ohne Antrieb. Wir sind hier im Nordost-Maschinenhaus. Vier insgesamt gibt es. Diese Maschinen sind mechanisch miteinander verbunden über eine Ringwelle. Und hier haben wir einen von den vier Motoren, von den Elektromotoren. Die werden mit Gleichstrom betrieben, haben 55 kW oder 75 PS Leistung. Und das Ganze hier ist ein großes offenliegendes Getriebe. Hinter den dünnen Rohren in der Bildmitte befindet sich das Zahnrad, welches den Trog nach oben oder unten befördert. Es greift in diese Zahnstange und bewegt so den Trog. Blick vom Trog auf den unteren Teil des Kanals, der ab hier Oderberger Gewässer heißt und weiterführt zur Oder. Der antriebslose Leichter muss aus dem Trog gezogen werden. Treideln, sagt man dazu. Heutzutage geschieht dies mit einer Seilwinde. Früher benötigte man dazu eine kleine Elektrolok, die Treidellok, die allerdings schon vor vielen Jahren überflüssig wurde. Oben auf der Kanalbrücke steht noch eine Treidellok als Denkmal. Wenn Sie so ein altes Bauwerk betreiben, dann kommen Sie irgendwann an Grenzen. Manche Sachen sind nicht mehr reparabel, die müssen Sie dann neu bauen. Und dann gehen die Kosten so derart hoch, dass es nicht mehr wirtschaftlich vertretbar ist. Der zweite Grund ist natürlich der, dass das alte zu klein ist für diese heutige Schifffahrt. Und aus dem Grund bekommen wir hier nebenan ein Bauwerk, was den Stand der Technik zeigt. Das neue Schiffshebewerk soll bis 2014 fertig sein. Mit einem Trog von gut 125 Meter Länge, knapp 28 Meter Breite und 4 Meter Tiefe. Gewicht 9000 Tonnen. Das Prinzip hat man vom alten Werk abgeschaut. Auch das neue wird als Senkrechthebewerk mit Gegengewichtsausgleich errichtet. Die meisten Passagierschiffe fahren nur ins Hebewerk, um einmal hinunter und anschließend wieder hinauf bugsiert zu werden oder umgekehrt. Also auch ein Hebewerk für die Stimmung der Passagiere. Auf der alten Strecke der Niederbarnimer Eisenbahn zwischen Plankenfelde und Schildow sind die Berliner Eisenbahnfreunde nun unterwegs. Heute fahren dort nur noch gelegentlich Übergabezüge von der Firma Stadler in Pankow. Gemächliche Vorbeifahrt am ehemaligen Bahnhof Schönwalde. Einem Zug nachzuschauen ist einfach faszinierend, damals wie heute. Und im Zug genießen die Fahrgäste die Reise auf ihre Weise. Eine zentrale Anlaufstelle ist immer der Bahrwagen. In Kürze trifft die alte Bahnlinie mit der nach dem Krieg gebauten Umgehungsstrecke nach Karow zusammen, auf die die Triebwagen heute nach Großschönebeck fahren. Wir verraten Ihnen schon mal, was Sie gleich erwarten wird. Nach dem Telefonat mit dem Fahrdienstleiter wird der Weichenschlüssel für die Schutzweiche im roten Kasten ferngesteuert freigegeben, danach auch die Weiche in Richtung Basdorf gestellt. Wir fahren auf der historischen Strecke, die im 1901 eröffnet wurde, am 21. Mai 1901 fuhr hier der erste Zug. Und wir nutzen dieses historische Streckenstück, welches eben in den 80er Jahren stillgelegt wurde, weil der Südast, auf dem wir uns eben bewegen, im Grenzgebiet liegt, sodass da eben 1961 der Personenverkehr endete und der wurde dann immer mehr zurückgezogen.
Wenn der planmäßige Triebwagen durchgefahren ist, können die Männer mit den roten Westen die Weichenstraße für den Dampfzug stellen. Aber nur nach Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter in Basdorf. Man hatte ja die Blockade vor und dann wäre es eben dumm gewesen, wenn Züge, ja, ich sag's mal, durch die DDR, durch West-Berlin gefahren wären, weil dann hätte eventuell der ein oder andere wieder zum Stehen gekommen, weil die hatten halt Brennstoff und Lebensmittel dabei und das wollte man verhindern. Also insofern ist dann hier diese Nebenbahn, die es eigentlich immer war, praktisch 1948 zu einer eingleisigen Hauptbahn ausgebaut worden, um eben hier den Verkehr zwischen Ost-Berlin und der Ostsee darstellen zu können. Die erste Weiche ist nun umgelegt worden. All dies geschieht im Dienste der Sicherheit. Im Zug bekommen die Fahrgäste von der Aktion in aller Regel nicht viel mit. Sehen also nicht, dass die Zugbegleiter auch körperlich gefordert sind. Jetzt noch die zweite Weiche stellen und kurz darauf dampft die Museumseisenbahn weiter in Richtung Norden. Nach der Überfahrt müssen die Weichen natürlich wieder zurückgestellt und verschlossen werden. Der originale Streckenverlauf der Niederbarnimer Eisenbahn auf einer historischen Karte von 1929. Aus dieser Zeit stammen auch viele Fotografien der Bahngesellschaft, wie Lok 12 im Bahnbetriebswerk Basdorf oder bei Zühlsdorf. Der Dienstraum im Bahnhof Großschönebeck 1938. Impressionen aus dem Betriebswerk Basdorf 1947. Da gehört natürlich auch ein Mannschaftsbild dazu. Triebwagen T5 auf der Behelfsbrücke über den Oder-Havel-Kanal bei Kreuzbruch 1947. Zugabfertigung in Berlin-Wilhelmsruh in den 50ern. Derselbe Bahnhof nach dem Mauerbau mit Grenzanlagen von West-Berlin gesehen. Ein paar Jahrzehnte später sind die Bilder farbig geworden. Die Reichsbahn in den 80er Jahren mit Dieselloks, Doppelstockwagen und Ferkeltaxen, auch im Bahnhof Basdorf. Der Bahnhof Basdorf heute. Mit der flatternden Erinnerung an 111 Jahre Heidekrautbahnhof anno 2012. Dabei scheint bei diesem Bild ein wenig die Zeit stehen geblieben. Diese Illusion löst sich allerdings schnell auf bei der Einfahrt und dem Blick auf den Bahnsteig. Die neue Zeit eben. Die alte begegnet einem auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums Basdorf der Berliner Eisenbahnfreunde in Form der Dampflok 651057. Erbaut vom VEB-Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. Unsere große Dampflokomotive 651057, 1957 gebaut in Babelsberg bei Berlin, kann man sagen, oder Potsdam, ehemaliges Uhrenstein- und Kuppelwerk. Und man hat eben diese Lokomotiven gebaut, praktisch in der Nachkriegszeit. Ist also eine der modernsten Dampflokomotiven in Deutschland. Praktisch kurz danach wurde ja die Dampflokproduktion eingestellt in Deutschland West und Deutschland Ost. Ja, und ist eben eine von drei Lokomotiven, die erhalten wurden von dieser Baureihe. Mächtig sieht sie aus, die Reichsbahn-Neubaulok. Ob sie noch einmal ihre Kraft entfalten kann? Es wäre zu hoffen. Im Heidekrautbahnmuseum kann man einen Blick in die Bahngeschichte werfen. Das Stellwerk des Bahnhofs Mühlenbeck und ein Original-Fahrdienstleiterbüro. Viele der Gegenstände kommen einem vertraut vor. Bahngeschichte. Weit weg und doch so nah. Thank you.
ziemlich andächtig die Besucher im Museum. Von den Figuren manchmal kaum zu unterscheiden. So ist das, wenn man tief in die Geschichte eintaucht, wie in die der Heidekrautbahn. Auch die Werkstatt der Berliner Eisenbahnfreunde wirkt museal. Aber hier wird Bahngeschichte wieder aufgearbeitet. Das braucht zwar seine Zeit, doch in diesen Räumen wurde schon manches Schmuckstück wieder zum Glänzen gebracht. Hier in Barsdorf haben wir uns überlegt, hier ist nicht so viel. Das ist ein, ich sag's mal, Dorf, was ja nicht so berühmt ist wie Wandlitz. Und ein ganz normales märkisches Dorf, eigentlich erst groß geworden durch die Niederbahn, die Eisenbahn, als Eisenbahnknotenpunkt, als Ausflugsziel nicht so geeignet. Ja, dann haben wir uns ein eigenes geschaffen. Hier kommt man also den Fahrzeugen ganz nahe und hier gibt's auch, ich sag's mal, hier kann man auch wirklich alles anfassen. Ein Museum geeignet für Familien und Bahnfans beider Geschlechter und aller Altersklassen. Hoch im Kurs bei den lieben Kleinen ist der grüne Trabi. Vereinsmitglied Günther Wilke hat ein Gartengerät kurzerhand in eine Zugmaschine umgebaut für seine 5-Zoll-Bahn. Damit Sie wissen, wo die Reise beginnt, haben wir uns zum Abfahrtsort am Wilhelmsruher Damm in Reinickendorf begeben. Der Begeisterung tut es keinen Abbruch, dass es dort keinen richtigen Haltepunkt oder gar einen Bahnsteig gibt. Man reist wie damals in den 50er Jahren in alten Donnerbüchsen mit werblichen Erinnerungsstücken aus Ost und West. Und beim Bahnübergang ist wieder einmal Handarbeit gefragt. Aber das kennen wir ja schon von anderer Stelle. Der Signalposten sichert die Straßenquerung. Sicherheit ist oberstes Gebot. Und so zuckelt Lok Ampfelwang mit ihren Donnerbüchsen an einigen Sonntagen im Sommer und in der Vorweihnachtszeit auf den Spuren der legendären Heidekrautbahn. Eine halbe Stunde Eisenbahnromantik ist wie im Flug vergangen, aber nicht traurig sein, liebe Zuschauer. Wir kommen ja wieder, exakt heute in einer Woche. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.